Leute, ich bin Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich mal wieder auf ein Video von Malternativ und zwar ist es Ketchup. Was ist falsch mit dir? Let's go. Ketchup. Kennt jeder. Schmeckt gut. Ist aber so. Der mit Curry schmeckt besser. Und mit der richtigen Boah, der mit Curry ist anders geil. Aber ich finde trotzdem normalen Ketchup geiler. Echt, Nick? Squirt jetzt auch ordentlich. Easy squirt. Ein bisschen so wie Tante Ursula über mein Happy Meat. Warte, was? Ketchup. Oder die Sauce Bernays für Dino Nuggets. Aber Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Ketchup Fleck? Captured Flag. Und jetzt mal ehrlich, kennst du das auch? Entweder macht Ketchup das hier. Boah. Oder halt den hier. Und aber wusstest du, dass die Ketchup-Mafia das Zeug extra so herstellt? Jahrhunderte Entwicklung, ausgeklügelte, tixoktrope Fließeigenschaften und perfektionierte Rezepturen, nur damit nachher nix kommt, oder? Das ist pure kapitalistische Absicht. Versehentlich wird in dem Business maximal via QR-Code auf den Flaschen zu Seiten verlinkt. Heinz macht QR-Codes auf Ketchup-Flaschen endlich geil. Oh je. What? Lass haben die nicht, oder? Lass uns aber zum Anfang des Videos mal ein für alle Mal diesen lästigen Streit beenden. Heißt es der, die oder das Ketchup? Oder Ketchup, wie Amazon sagt. Eigentlich ja die Soße, also eigentlich die Ketchup. Aber es macht absolut keinen Sinn. Das hört sich wie ein Verbrechen an. Laut Duden ist es der oder das Ketchup. Wir können das auch wie Hehler machen und sagen, wir sagen das eine, aber wir meinen alle. Hashtag Systemgedribbelt. Warum eine Ketchup-Firma einen Gender-Hinweis hat? Naja, Ketchup ist nicht nur ein Produkt. Ketchup ist ein Lifestyle. Yeah, Mann. So oder so, Ketchup ist aber auf jeden Fall falsch. Aber das ist in Wahrheit ja auch gar nicht die eigentliche Frage hier. Nein. Senf, Ketchup oder Mayo, die heilige Mehrfaltigkeit der Pommesbude. Aber auch da kann es nur zwei... Süßkartoffelpommes mit Tajoli und Ketchup. Ich sag's euch, Leute, es gibt keine bessere Kombi. Schreib in die Kommentare mal dein Champion und warum es ist die appetitliche lilafarbene Heinz Easy Squirt Flasche ist. Mayo Chup ist by the way cheaten. Wir haben heute schon ein Video in... Überlänge nur über Ketchup. Wenn wir jetzt auch noch über Frankensteins Soße reden, dann mache ich einen Dreiteiler draus. Ganz ehrlich, Crunch, Mayo, Must, Freaking Salatcreme, die eigentlich auch nur Mayonnaise ist. Da bleiben wir doch lieber beim guten alten Ketchup. Und ja, Ketchup oder Ketchup? Okay. Gibt und gab es in allen erdenklichen Formen und leider auch Farben. Und was haben die damals mit Hela Gewürz Ketchupflaschen gemacht? Stell dich vor, so gelbes Ketchup oder grünes Ketchup. Du isst irgendwas Farbiges und das schmeckt wie Ketchup. Tiere getötet? Und really? Hela? Bei uns heißt es immer noch Hela U. Ich komme aus NRW und damit jetzt in die Hölle. Aber damit nicht genug. Von Schimmelpilztoxinen, die in Heinz-Flaschen gefunden wurden, bis hin zu all dem Merch, den ich bei Ketchup gekauft habe. Absolut genialen Lifehacks mit Ketchup. Der eine rasiert sich damit. Okay, explodierenden Ketchup. Ich musste mir einmal für ein Video, als ich noch jünger war und kein Geld für Fake-Blut hatte, weil das 3 Euro gekostet hat, habe ich einfach Ketchup genommen und habe mir das aufs Gesicht geschmiert. Und dann hatte ich Ausschlag auf meinem Gesicht. Ich hatte Ausschlag auf meinem Gesicht und auf meinen Händen danach. Ich weiß nicht, was für eine Haut ich habe, aber der hat sich gerade damit rasiert. Okay. Ketchup-Flaschen, dem dämlichen Lied und noch so viel mehr. Da muss man sich das Ketchup-Lied. Fragen, Ketchup! Was ist eigentlich falsch mit dir? Und was hat Shrek damit zu tun? Shrek, you eat some funny stuff. Dann wiederum, über Shrek muss man vielleicht mal ein eigenes Video machen. Der Typ ist überall. Genauso wie Shrek. Ketchup. Bei McDonald's. By the way, bald kommt ein neuer, ich weiß nicht wann, aber bald kommt ein neuer Teil von Shrek raus. Und ich bin so aufgeregt, ich habe Shrek so geliebt. Als Burger King, bei meinem Essen, als ich armer Student war. Als Classic, weniger Zucker, gar kein Zucker, Bio, Curry, Chili, Sweet and Sour, Mango, Knoblauch, Coconut, Lime. Und das ist nur die Auswahl von einem einzigen Hersteller. Aber ernsthaft, Kokosnuss, Limette, was hat das bitte mit Ketchup zu tun? Ich weiß, das klingt jetzt wenig intuitiv, aber man kann Tomaten nicht mögen und trotzdem Ketchup essen. Warum? Weil alles. Ich habe noch nie verstanden, wie man keine Tomaten mögen kann. Ich wiederhole. Alles! Mit 30% Zucker irgendwie Ketchup geil schmecken kann. Und weil Ketchup bzw. Ketchup oder auch Ketchup seinen Ursprung eigentlich als fermentierte Paste bzw. Soße hat. Eine Soße aus was? Tomaten? Nein. Zucker? Nein. Fische nach rein, Fleischresten und Sojabohnen. Oh yeah! Ketchup heißt überraschenderweise auch in etwa Lachssaft. Und sieht auch so aus. Was? Zu diesem Zeitpunkt war Ketchup nämlich eher sowas wie Maggi bzw. Geschmacksverstärker, vor allem für Seeleute, damit die Lunge, Kostos, Zwieback und Co. wenigstens nach irgendwas schmeckt. Bier, Pilze, Austern, Gammelfisch, was auch immer da war. Mua. Aber deswegen heißt es ja auch Tomatenketchup, weil im Ketchup sinngemäß auch was anderes drin sein kann. Curry-Gewürz-Ketchup, delikat ist also technisch genauso viel Ketchup wie... Mit so einer Bockwurst. Boah, ich habe das so gern gegessen. Mein Dad hat das immer gekauft. Wie Pesto oder Worcester-Soße.
So nennt man die. Worcester-Soße. Oder eben Bananenketchup. Während des Zweiten Weltkriegs hat man auf den Philippinen nämlich dank Tomatenknappheit eben das nächstbeste genommen, das Zeug rot eingefärbt, weil Kackbraun beim Fischchup schon nicht so gut ankam. Und das war technisch immer noch Ketchup, aber dann hat man das Zeug unter anderem auch Bananasoße genannt. Und für den Funfact muss ich das mit reinnehmen, weil Bananasauce ist funny. Tomaten waren glücklicherweise aber vorher auch schon da, aber die hatten nicht den besten Ruf bei uns in Europa, weil massig Leute wegen dem Zeug an Bleivergiftungen gestorben sind. Hä? Bei der ätzenden Reaktion von Tomaten und dem damaligen Zinngeschirr wurde nämlich das Blei aus dem Teller und damit auch ab und zu die Seele aus dem Verspeiser gelöst. Wie viele Leute sind daran gestorben? Zehntausende! Und das Blei so. Ja, ich muss raus! Und deswegen, ja, 5-Minute-Crafts. Man kann Tomatenketchup tatsächlich unter anderem deswegen als Politurmittel für Metall benutzen. Bleifressen bleibt aber trotzdem ungesund. In Amerika wurden Tomaten zu der Zeit aber bereits als Allheilmittel angepriesen und 1812 gab es dann auch schon das erste richtige Tomaten-Ketchup-Rezept von James Meese. 1830 gab es dann auch Ketchup-Medizin, weil... Warum nicht? Und dann ist... Digga, die haben damals alles zur Medizin gemacht. Coca-Cola, Koks, Digga, Zigaretten, alles war Medizin damals, ich schwöre. Aufgefallen, Tomaten, die wachsen ja gar nicht das ganze Jahr lang. Und die schimmeln schnell. Also hat man sich gesagt, Tomato, die kommen in den Mixer und dann packen wir einfach ein bisschen Borsäure, Salicylsäure und fucking Steinkohleteer mit rein, um das Zeug haltbarer zu machen. Und das... ist nicht so gesund. Schon gar nicht als Medizin. Und eine Studie aus 1909 hat dann herausgefunden, dass in über 90% aller Ketchups giftige Stoffe enthalten sind. Heutzutage findet man nur noch in jedem vierten Schimmelpilze und so viel Zucker. Schön. Heinz war also nie die erste Firma, die Tomatenketchup erfunden hat, aber quasi die erste ohne Teer. Mit anderen Worten, weniger Straßenbelag, dafür mehr Xanthan. Xanwer? Zucker. Aber Heinz war dann tatsächlich der Erste, der mit der berühmten 57er Glasflasche nichts zu verbergen hatte und der Kunde das Produkt auch actually vor dem Kauf schon sehen konnte. Davor gab es halt Ketchup nur aus der Dose. Woher die berühmte 57er Ketchup aus der Dose? Kommt? Etwa von den 57 Gewürzmischungen der Firma? 57 geheime Zutaten für den Ketchup? Nö, das hat sich der Henry Heinz einfach ausgedacht. Wir hatten eigentlich genau 60 Produkte im Angebot, aber die Zahl verderbt. Scheiße. Alles klar. Wie soll da einer bei abcatchen? Das Ketchup up. To catch up. Egal, komm. Wir machen weiter. Der Herr Heinz brauchte einfach was Cooles zum Vermarkten. Und vermarktet haben sie. How to please a husband. Lieblich. Kannst du mir das kleine Rune für mich heute rausholen? Wirklich, ich weiß nicht warum, aber... Die Zeit damals war so ein Kack, wirklich. Die haben immer... Frauen mussten immer ihren Männern so krass gefallen. Die mussten kochen und was weiß ich was. Und da stand... Da gab es Bücher dafür. How to please a man. Wie gefällt man einem Man? Wie ist man eine gute Frau? Digga! Werbung hittet. Echt anders. Du meinst, sogar eine Frau kriegt die Flasche auf? Es ging um Ketchup. Die Flasche kriegt jeder auf, nur das Zeug bleibt halt drin. Ich meine, kennst du noch Worth the Wait? This. Heinz, Worth the Wait. Ich habe immer gedacht, ich schüttel nicht genug. Aber nein, es gibt die historische Anweisung aus der Gründungszeit, dass das Zeug nicht schneller fließen darf als 0,028 Meilen pro Stunde. Das sind 45 Meter pro Stunde. Das ist immerhin noch 10-mal schneller als eine Otto-Normalschnecke, aber das ist ja trotzdem jetzt nicht schnell. Ketchup zählt wegen dieser besonderen Fließeigenschaft zu den thixotropen Stoffen, also ein Stoff, der erst flüssig wird, wenn man genug Energie aufwendet. Wie dein Gesicht, wenn man hart genug zuschlägt, du Einzelmännchen. Herr Heinz, bin stinksauer. Dass der jahrzehntelange optimierte Ketchup aus der jahrzehntelang optimierten Flasche nicht oder nur langsam rauskommt, ist also per Design so gewollt. Das ist kein Bug. Boah, nee. Ich habe diese Glasflaschen immer so gehasst. Der Ketchup drin war immer super lecker in solchen Glasflaschen. Meine Oma hat die mal gekauft. Aber es hat mich so genervt, dass man so draufklopfen muss, bis irgendwas rauskommt. Oder dass es wirklich so langsam war, wie es gerade gezeigt wird. Das ist so... Boah, nee. Ich mag diese anderen Flaschen, die man so drückt und dann kommt alles raus. Okay. Das ist ein Feature. The taste is worth the wait. Das Warten lohnt sich, ja? Weiß ich nicht, Digga. Die Pommes werden kalt und ich nicht jünger, ja? Bin alt. Versucht er gerade Ketchup auf mein Essen zu träufeln oder die Flasche mit einem Extended Index Knuckle Punch im Ring als Mosaik auf den Boden zu stempeln? Man weiß es nicht. Aber dafür gibt's ja eine Lösung. Erinnerst du dich an die 57 auf der Glasflasche? Das ist nicht nur eine völlig ausgedachte random Zahl, sondern auch... angeblich der perfekte Punkt, um den Saft rauszuprügeln, wenn er mal wieder hartnäckig ist. Okay. Aber wir leben doch schon in der Zukunft. Das MIT hat bereits eine nicht sticky Ketchup-Flasche entworfen. Und Leute haben dafür Tutorials gemacht. Aber Digga, dann ist das nicht irgendwie auch scheiße, weil da kommt alles raus auf einmal? Der Twister wurde erfunden. I hit him with the Twister. Ja, aber nein. Statt Non-Sticky-Flasche haben wir Heinz Easy Squirt bekommen. Scheiß Name.
schmutzige Gedanken. Nachtisch, okay. Nachttisch, da kann man schon mal verwechseln. Und ja, Leute essen wirklich Ketchup-Torte. I don't know, Kanadier. Ne, die sind so nett, als dass ich da Ketchup-Torte. Okay, ich verstehe. Tomaten sind quasi, was war's nochmal, eine Beere oder so? Malerheinz-Ketchup. Durfte aber wegen der anderen Rezeptur nicht so heißen. Und hat auch anders geschmeckt. Toll. Dafür kam Easy Squirt dann ja aber... Easy Squirt kenne ich irgendwie. Mystery. Da konnte dann auch Totally Teal und Awesome Orange oder Passion Pink dabei sein. Appetitlich. Boah, Digga, nee. Ist kotzt meine Nase, Alter. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob es das besser macht, dass da Shrek oder Grinch drauf geprintet wurde. Was soll das sein, diese grüne, das ist dann grün. Flüssigkeit? Shrek? Scheinbar ein beliebtes Collectors-Item. Leute verkaufen die Scheiße für hunderte Dollar auf eBay. Und dieser grüne Ketchup wurde natürlich auch mit grünen Tomaten hergestellt. Nicht. Das ist einfach nur Lebensmittelfarbe. Ja, da kannst du froh sein, dass da überhaupt noch Tomate drin ist. Aber hey. It's fun for your food. Das ist das Amerikanischste, was ich jemals gehört habe. Deutsch war der Herr Heinz zwar auch, aber so faschistisch wie normalerweise. Bei Was ist falsch mit dir von einer Firma mit deutschen Wurzeln erwartbar? Waren die gar nicht. Nur sein Sohn! Aber hey, die Firma wurde nur ein paar Jahrzehnte von einem Ultrarechten geleitet, der fragwürdige Parteispenden gemacht hat. Und dann wollte man unter Ronald Reagan Ketchup als Gemüse in der Schulmensa einführen. Gemüse? Ja, um Geld bei der Verpflegung der Schüler zu sparen und trotzdem die Standards einzuhalten, hat man halt die Standards runtergesetzt. Trotzdem ist Ketchup als Gemüse, Digga. Geworden. Schade. Aber 2011 wurde dann nochmal bestätigt, dass eine Pizza mit 2 Löffeln Tomatensauce im Gemüse ist. Yeah! Und das ist so ein Bullshit, wirklich. News zu Donald Trump und Ketchup. Aber der Mann frisst auch sein Gemüse falsch rum. Da ist ein Steak mit Ketchup dann auch nicht mehr weit weg. Only in America. Ganz schön deutsch war dann das Problem, als falsch gedruckte QR-Codes von Heinz Ketchup in Deutschland statt zum Food Fun zum Fundurando verlinkt haben. Und das war eine sehr einschlägige Webseite, die... Also, dass niemand davor gecheckt hat oder so, das glaube ich nicht. Squirt-Videos gezeigt hat. So was würde bei unseren echten deutschen Firmen wie Hela ja nicht passieren. Oder? Nee, tatsächlich nicht. Und den deutschen Nazi haben ja die Amerikaner in der heutigen Folge abbekommen und behalten. Was ist falsch mit dir und eine deutsche Firma... Ist normal. Es gibt nicht mal eine komische Pause während der Weltkriege in der Firmengeschichte, weil man seinen Kleber an Juden ausprobiert hat oder so. Uhu. Nö. Nix. 1905 übernahm Otto Hermann Laue in Hamburg die Kommanditgesellschaft Karl H. Rose und Co. und nennt sie ein Jahr später um in Hermann Laue. Kurz Hela. Kreativ, Alter. Hela 3 war mein Lieblingsspiel auf der Xbox. Damals ging es noch um den Handel mit Heilkräutern und Chemikalien. Unter Hela kam dann noch Gewürze dazu und eben Ketchup. Skip forward zu heute, die machen immer noch Ketchup. Mhm. Aber seit 2008 gibt es sogar das hochmoderne Hela Technikum als neue Innovationsschmiede. Innovationsschmiede. Ketchup. Aber die sagen ja selber in der Werbung. Freunde, das ist Ketchup. Mehr nicht. Außer... Den guten Freunden... gibt man einen Ketchup. Und besseren Freunden gibt man, was? Gott, Hela, okay. Ketchup, eigentlich, guck mal, ich benutze Ketchup ohne Artikel immer. Ich sage immer, kannst du mir Ketchup geben? Kann ich bitte Ketchup haben? Wer benutzt das mit Artikel, Digga? Einen Ketchup? Badelatschen? Oder die Shotgläser? Und wie gut ist unsere Freundschaft wirklich, wenn du von mir eine Hela Ketchup Luftmatratze kriegst. Oder den lustigen Kfz-Kennzeichenhalter Achtung, Ketchup an Bord. Je nach Fahrer kann ich das auch auf die Insassen beziehen. Aber die Trinkflasche, die ist cool. Aber wie cool ist die wirklich? Ist mein Trip jetzt gerade krasser? Wie innovativ ist es, sein Logo auf Dinge zu drucken? Jetzt mal unter uns, Hela, Ketchup-Merch ist ein bisschen useless. Rihanna hat einfach Ketchup-Make-up rausgebracht, bei dem du entweder Lippenstift oder Ketchup in den Päckchen hast. Du spielst quasi russisch Boulette mit deinem Gesicht. Innovativ. Und Heinz hatte immer ein russisches Boulette gesagt. Die sind cool. Glaube ich. Die haben so viel Geld mit Ketchup gemacht, um sich eine Super Bowl-Werbung zu leisten mit Hot Dogs. Und dieses Jahr zum 57. Super Bowl gab es die 57 heißt 57 Werbung, weil römische Ziffern sind so schwierig und deswegen sollten wir sie abschaffen in Amerika. Ja, ich meine, wenn das eine große Ketchup-Firma sagt, die sich ihre Zahl nur aus dem Rektum gezogen hat, klar, warum nicht? Lass auch noch direkt, ich weiß nicht, Gabeln verbieten, das sind auch nur Löffel mit Löchern. Wir erinnern uns. Das ist Ketchup. Mehr nicht. Könnte man nicht mit all der Kohle einfach mal, ich weiß nicht, die perfekte Flasche designen? Ja, es gibt Mann. Ja noch Werder-Ketchup, Tomi, Knorr, Bautzner. Aber alle benutzen entweder blöde Glasflaschen oder die Plastikdinger, boah, auf die du dreckig. Werder-Ketchup hat meine Oma immer gekauft. Ein paar Druck glaube ich wenigstens. Muss, irgendwas passiert. Wie wäre es mit einem Behälter, den ich nicht schütteln oder schlagen muss und der nicht ein Großgewindeeimer oder so ein blödes Probierpäckchen ist? Aber was ist das denn? Was sehe ich dort? Oben und unten verschließbar, kein lästiges Schütteln, Catch-up und Catch-down. Die das ist perfekte Ketchup-Flasche. War nur ein April-Scherz von Heinz. Diese Bastarde.
Das war's dann schon mit dem Video. Tschüssikowski.